immer er dich hinführt. Das Erbe der Luxis geht mit dir. Gib nie auf, mein Sohn. Okay, Daddy. Der Aufbruch. Oh Gott, wie lange das ladet, das ist schon krass. Aber kein Wunder bei der Grafik. Geile Farbe, zwecklos. Zwecklos. Weht ein rauer Wind hier draußen. Tja, der Preis der Freiheit. Dann müssen wir wohl wieder schieben. Was? Mein Tank ist doch auch schon leer. Aufstehen, Männer. Na los. Wird's bald. Ich dachte, Autos sind zum Fahren da. Theoretisch schon. Genug gemacht. Fertig? Ja. Und los! Geil. Wir sind zu schnell gefahren. Aber wenn's doch so einen Spaß macht. Ein schöner Einstand jedenfalls. Ach komm, Gladio. Was denn? Das schaffst du doch alleine. Von wegen. Als würden wir einen Unterschied machen. Pronto. Hammer, das Spiel gefällt mir jetzt schon so krass, so sehr. Schaut euch mal die Landschaft an. Ja, genau. Ich bin der Nächste. Hörst du? Mir fallen die Arme. Oh, Bandit. Wir keine Ahnung. Nein, ständig besetzt. Sag mal, geht das mir so? Oder ist der Weg gleich? Bandit. Die Karte stimmt. Laut der müssten wir längst da sein. Oder schauen dran vorbei. Als könntet ihr Karten lesen. Ja, bessere Pellen könnte man noch dran machen. Die Welt ist groß und voller Wunder. Ja, Wunderfüße. Sag mal, schiebt der Hund? So fest ich kann. Mit voller Kraft. Stay by me.
Ah, geil, ne? Hammerhead. Ortschrift. Oh, hallo. Da seid ihr ja. Da seid ihr ja. Und wer ist der Prinz? Ah, höchst erfreut, Euer Hoheit. Glückwunsch zur Hochzeit. Noch bin ich Single. Da hat Lothar den Hauptgewinn gezogen, was? Wir haben es nicht eher geschafft. Hebt euch die Ausreden lieber für den Chef auf. Und du bist? Sydney. Sid Sophias Enkelin. Ich arbeite hier. Sieh sich das einer an. Ihr verwöhnten Gören kennt keine Wertschätzung. Der Wagen ist unbezahlbar. Du bist also Noctis. Ja. Ja. Tja, als hätte man deinem Vater die Würde rausgeprügelt. Was? Du hast einen langen Weg vor dir, Junge. Dumm glotzen bringt dich nicht ans Ziel. Der Wagen sieht aus wie so ein Upgrade für Maserati. Schieb den Wagen rein und dann schwirrt ab. Okay, ihr habt Großvater gehört. Mir nach. Sehr gerne. Jetzt heißt es also warten. Das war noch nie meine Stärke. Meine auch nicht. So, dann sehe ich mich mal hier um. Hoheit! Hey, ihr Jungs seid doch zum ersten Mal hier, oder? Ich gebe euch eine Karte, damit ihr die Gegend erkunden könnt. Okay. Mal gucken, was es hier so gibt. Ah, geil, man kann jederzeit speichern, das ist schon mal super. Untertitel, mal sehen, ob ich ihn ausmachen kann. Aus, jawohl. Ist aber freuen. Hä? Gehen? Für jedes Problem die richtige Lösung. Ah, ich hab null Geld, okay. Knockt. Knockt. Warte mal kurz. Unser ganzes Geld ist für die Reparatur draufgegangen. Ich würde gerne Sydney um Rat fragen. Also das Spiel ist der absolute Wahnsinn. Wir sind völlig abgebrannt? Ja, ganz genau. War das nicht ein bisschen Wucher für eine einfache Wartung? Dieser Halsabschneider. Nanu? Der Wagen ist noch nicht fertig. Was wollt ihr? Was
Geldlein. Gladiofische. Die Wartung. Ist ziemlich teuer, nicht? Ach, ich verstehe. Typisch Großvater. Hat euch sicher extra zu viel abgeknöpft. Nehmt's ihm bitte nicht übel. Das ist einfach seine Art, euch an den Ernst des Lebens zu gewöhnen. Zu Geld kommt man hier am schnellsten als Jäger. Wollt ihr's mal versuchen? Kein Problem. Naja, was will man machen? Okay. Ah, geil. Das Kampf. Okay. Das ist wie so ein Brett und dann kann man hier die Fähigkeitspunkte einsetzen. Sehr gut. Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Aber seid vorsichtig. Nachts treiben sich hier sicher rum. Hier, eine kleine Anzahlung. Reicht zum Überraschen. Aber kein Wort zu Großvater. Ist das klar? Natürlich nicht, Baby. Masamune natürlich. Das habe ich vorhin im Store durch einen Code eingelöst. Natürlich nehme ich den dann. Oh, Jagdspeer. Ach so, ist das okay.
Ah, okay, da kann man das nehmen. Okay. Also, das System ist ganz einfach hier. Also, man kann ganz locker hier die Waffen den Leuten geben und. Ist ganz simpel, also ist gar nicht mal so schwer hier. Es gibt zwar viele Sachen, hier Talente, Magie, Fertigkeiten. Ist ganz einfach gemacht. Die Bedienung ist super. Okay. Dann will ich mal das Gebiet erkunden. Sprintet er? Wow, wir verkaufen ja ganz andere Sachen hier. So läuft das halt. So, ich würde jetzt mal was machen. Los geht's, los geht's, los. Das macht echt Spaß. Ja. Mal sehen, wie lange der sprinten kann. Oh, okay. Ah, der Ausdauerbalken ist da unten, alles klar. Also die Grafik ist gigantisch, einfach mega geil. Ja. Man kann sich hier so schön frei bewegen. Oh, da sind wieder Skorpione. Da sind die Nächsten, die Nächsten. Wenn der Regalia wieder läuft, fahren wir weiter zum Galdinkai. So, kurz testen, wie das so ist, wenn der Name steht. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Schiff nach Altissia. Direkt in Nocts Hafen der Ehe. Auto warten! Hochzeit starten. Okay, ist notiert. Brauche ich nicht. So. Speer, okay.
Manchmal frage ich mich, ob wir je wieder in diesem Auto sitzen werden. Den ganzen Tag zu sitzen war echt angenehmer. Schlafen war noch besser. Das sind die Letzten. Gebt noch mal alles. Wir sehen nach. Kein Problem, Baby. Die schauen mal vorbei. Wir sollen einen Dave für sie suchen. Gibt's eine Spur? Eine Spur? Ja. Eine Hütte direkt um die Ecke. Hier wohnt der Lutscher. Wenn ein Tornado kommt, das Ding ist weg. Eine Nachricht. Biotop, Merkmale, rote Haare, alles ist ja kristallwurz. Radar ist auch super, man weiß direkt, wo das Ziel ist, wo man hinlaufen muss. Nicht wie bei manchen anderen Spielen. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Es wird wohl überlegt sein. Seltsame Tiere. Diese Spezies wird Pauti genannt. Sie spießt ihre Beute mit den Stoßzähnen auf und reißt sie so aus der Geborgenheit. Das ist aber nicht das. Thank you.
Ist dort jemand? Ist dort jemand? Dave, der Jäger, nehme ich mal an. Wir haben dich gesucht. Alles in Ordnung? Danke, nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und hänge hier fest. Ich war auf Doppelhornjagd. Und ziemlich erfolgreich, will ich meinen. Bis mich dieses eine Exemplar erwischte. Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr einen Namen. Natürlich. Uns. Ich danke euch. Ich danke euch. Dann schwärmt mal die Lausche auf. Gut gesprochen. Gut gesprochen. Los, zeigen wir es der Bestie. Bestie ist da hinten. Ich schlage vor, dass wir rasten und uns gründlich vorbereiten. Gut, gut. Lasst uns das nächste Refugium aufsuchen. Hier draußen sind ziemlich viele Jäger unterwegs. Sind die so eine Art Gendarmerie? Sie bekleiden dieselbe Funktion, sind aber privat organisiert. An Erfahrung können wir es mit denen nicht aufnehmen. Hoffe, die sehen mich nicht in diesem Outfit hier. Jetzt zieh dich doch nicht selbst so runter, Pronto. Schließlich war es eine Spezialanfertigung. Die Kleidung weist dich als Begleiter des Königshauses aus. Trag sie mit Spaß. Okay. Hier kann man zelten. Ich teste, ob ich meine Fertigkeiten verbessern kann. Ja, dann wollen wir mal zelten. Genug geschafft für einen Tag. Wir zelten also. Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Paparazzi, Alter.
geil. Oh, was gibt's denn heute? Gemüseeintopf. Dampfendes Eisbällchen. Strammer Max. Geil, Strammer Max. Ja. Das mit dem Essen auf jeden Fall. Okay. So lang diese Schaufen werden stärker, geil. Toller Schnappschuss. Ich sehe ganz normal aus. Cool. Ja, das Spiel macht mir schon mega viel Spaß. Es gibt viele Optionen, was man machen kann, und das ist einfach unglaublich geiles Game. Das ist schon seltsam. Sitzungssaal ist so lieber für groß, wie er den Regalia gewartet hat. Ein normaler Mechaniker wäre damit überfordert. Alles in allem hat er ganze Arbeit geleistet. Aber wütend will ich ihn lieber nicht sehen. Ja, Sid bringt uns um, wenn seinem Goldstück was passiert. Keine Sorge, der Regalia ist bei mir in besten Händen. Tja, der Regalia. So, dann will ich mal ins Jagdgebiet gehen. Vorher speichern. Ah, das speichert er automatisch, alles klar. Aber das ist cool, dass man auch selber speichern kann, wann man möchte. Nicht wie bei manchen anderen Games, dass du immer bis zu bestimmten Punkten kommen musst, bis man dann speichern kann. Das ist richtig beschissen, wenn man mal aufs Klo muss oder, keine Ahnung, hier schnell mal irgendwo weg muss. Schaut euch die Landschaft an. Viel weiter tragen meine Beine mich nicht. Auf sowas hat uns die Großstadt nicht vorbereitet. Redet euch einfach ein, ihr würdet zum Auto laufen. Augen auf! War keine Absicht. Ah, okay. Oh, da ist das Vieh.
glaube, das ist unser Freund. Ein Doppelhorn. Ja. Und zweifelsohne eine Mutation. Wir müssen unbedingt etwas tun. Okay. Auf jeden Fall das beste Abenteuer-Game seit langem. Einfach geiles Rollenspiel. So, ich check nochmal die Fertigkeiten. So,
Okay, dann laufe ich mal zu der Pussy zurück. Allerdings. Also ich bin ziemlich schnell hier in das Game reingekommen. Oha. Oh Mann. Fetter Toter. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Die Natur ist unberechenbar. Das kannst du laut sagen. Was ein fetter Toter. Dass er wiederkommt, ja. Ja, einfach mal rauswerfen, den Fahrer. Aber brauchst du nicht. Ich hab eine bessere Karre. Voll die Berge. Was hier? Ah, Chocobo mieten. Krass, kann ich auf diesen geflügelten Wesen reiten. Ja. Chocobo, falls manche Leute es nicht wissen, das ist so ein gelber großer Vogel, auf den man reiten kann. So. Aber ist dafür hübsch geworden, nicht wahr? Nicht wahr? Ist ja fast so schade zum Fahren. Okay, dann richten wir das Bratstück mal ab. Willst du dich nicht hinter das Steuer setzen und selbst ein bisschen fahren? Gerne. Okay, warum nicht? Du weißt es natürlich selbst, aber fahr vorsichtig. Nö. Ich hoffe, es ist was für dich dabei. Deutsche habe ich ja.
Wäsche. Okay, im Moment brauche ich keine Waffe. Man sieht sich. Ich hab gute. Okay, dann geht's mal los. Natürlich fahre ich selber. Gehen wir. Los geht's. Boah, geil, ein Cabrio. Boah, Hammer. Also das Spiel bietet so viele Möglichkeiten, das ist schon nicht mehr normal. Raus mit euch! Na dann, sehen wir uns mal um. Wieso raus einfach? Schnallt euch an! Okay. Wenden, bremsen. Musik an. Hammerhead ist eine tolle Werkstatt, was? Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hufwerkstatt. Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Vielleicht freut sich eine gewisse Mechanikerin, ja. Ach, daher weht der Wind. Du kannst dir ja den Regalia ausleihen. Oh, echt? Aber nee, wie sieht das denn aus? Wenn wir zurück sind, besorge ich mir selbst einen Wagen. So, gleich bin ich da. Einfach geil. Das ist Freiheit. Das ist die Freiheit. Mal wieder ich das Steuer. Okay, gut zu wissen. Ihr seid mit der Lieferung hier? Vielen Dank.
Lass den Wagen einfach stehen. Ich kümmere mich drum. Umbra. Eine Lieferung? Guter Junge. Der Hund hat echt ein gutes Gespür. Ist ja auch kein gewöhnlicher Hund. Immer wieder schön, dich zu sehen. Wartet mal eben. Eine Blume. Aus solchen haben wir unseren Kronen geflochten. Ja. Ich erinnere mich. Silblüten. Ja. So klein. Fertig. Pass gut auf dich auf. Du sagst es mir sicher sowieso nicht, aber. Dann spar dir die Frage. Wofür ist das Buch? War ein Versuch wert. Für eine Lady. Unsere Pflicht ist getan. Wir sollten zum Guardian-Kai weiterfahren. So Leute, ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen, das Tutorial und der Einstieg. Ich mache jetzt mal kurz Pause und ich schalte euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Bis zum nächsten Clip.